Hallo und weiter geht es. Der Unbekannte hat mal wieder Redebedarf. Also werden wir erstmal ein bisschen mit ihm quatschen und uns mal anhören, uns mal eine Blase ins Ohr labern lassen. Der will wieder mit uns quatschen eben. Ich stelle den Unbekannten durch, Commander. Shepard, das ist die Gelegenheit. Ich habe ein Notsignal von einer turianischen Patrouille empfangen. Sie ist jenseits des Corlus-Systems auf ein Schiff der Kollektoren gestoßen. Die Turianer wurden ausgelöscht, aber vorher haben sie das Kollektorenschiff lahmgelegt. Sie müssen an Bord des Schiffes gehen und Daten über die Kollektoren besorgen. Finden Sie für uns einen Weg zu Ihrer Heimatwelt. Turianer lahmgelegt wie? Kaum vorstellbar, dass eine Turianer-Patrouille ein Kollektorenschiff lahmlegt. Berichten zufolge ist die Hülle intakt. Aber alle Systeme sind anscheinend offline. Vielleicht finden in diesem Augenblick bereits Reparaturen statt. Es ist sicher nicht ungefährlich, aber wir können uns so eine Gelegenheit nicht entgehen lassen. Wenn die Turianer dort eine Patrouille hatten, warum schicken sie dann kein Aufklärungsteam hinterher? Das werden sie. Irgendwann. Aber ich habe die Funksprüche abgefangen. Bis dahin füttern wir sie mit gefälschten Berichten. Sie sind nah genug, um reinzugehen und wieder weg zu sein, bevor die Turianer die Wahrheit herausfinden. Ist diese Information wirklich verlässlich? Information ist meine Waffe, Shepard. Sie ist verlässlich. Schicken Sie mir die Koordinaten. Ich kümmere mich darum. Ist bereits geschehen. Sobald Sie an Bord sind, stellen Sie eine Verbindung zu Edi her. Sie durchforstet dann die Daten nach Informationen über das Omega-4-Portal. Viel Glück, Shepard. Koordinaten eingegeben. Auf zum Schiff der Kollektoren. Okay, wen nehmen wir denn mal mit? Ach, nehmen wir mal Garrus mit, ist der Etorianer. Und wen nehmen wir dann? Na, Samara. Warte mal. Kollektoren-Sturmgewehr. Nein. Sie kriegt die. Auch die Matok. Und. Tempest, Shuriken. Na, sie kriegt auch die. Ja. Haben Sichtkontakt zum Kollektorenschiff. Emissionen sehr niedrig. Passiven Infrarottemperaturen zufolge sind die meisten Systeme offline. Triebwerke sind kalt. Das Ding ist gewaltig. Wie sind die Turianer damit fertig geworden? Keine Ahnung, immense Feuerkraft? Was weiß ich? Laserscans ergeben keine Rumpfschäden auf der uns zugewandten Seite. Ich registriere keine Verzerrungen des Masseneffektfeldes. Der Antriebskern scheint offline zu sein. Kontakt in 30 Sekunden, Commander. Viel Glück. Gesehen. Sieh doch aus wie ein riesiger Stock. Rachni vielleicht. Die Tiefenscans haben einen Zugangsknoten für eine Verbindung mit den Datenbanken der Kollektoren entdeckt. Markiere Position auf dem Computer Ihres Kampfanzugs. Okay, dann machen wir mal einen kleinen Hausbesuch. Grinsen wir mal kurz rein und dann sehen wir mal, was wir zurückgrinsen. Shepard, ich habe die EM-Signatur des Schiffs mit bekannten Kollektorprofilen verglichen. Es ist dasselbe, das Ihnen schon auf Horizon begegnet ist. Vielleicht haben es die Verteidigungstürme für die Turianer sturmreif geschossen. Vielleicht sind die vermissten Kolonisten an Bord.
falls sie noch leben. Okay. Vielleicht auch nicht. Die Kollektoren haben sowas auch auf Horizon benutzt. Allerdings sind die hier leer. Schrecklich. In diesen Kapseln gefangen. Völlig der Gnade der Kollektoren ausgeliefert. Okay, gucken wir uns hier das mal. Das sieht übel aus. Ach du Kacke. Warum sollten die Kollektoren einen Haufen Leichen herumliegen lassen? Sie wurden vielleicht für Tests benutzt. Wenn es sich um eine Kontrollgruppe gehandelt hat, wurden sie nach Abschluss des Experiments nicht mehr benötigt. Es gibt Schlimmeres als den Tod. Zum Beispiel Testsubjekt für wahnsinnige Aliens zu sein. Es ist wichtig, angesichts von Tragödien jeden Trost anzunehmen, den man bekommen kann. Sie haben vermutlich recht. Aber das macht es nur sehr begrenzt besser. Okay. Hier geht's nicht weiter. Ja, lass mich doch mal bitte durch. Jo, danke. Was haben wir hier? Das ist ein Kollektor. Haben die etwa an ihresgleichen Experimente durchgeführt? Edi, ich starte den Upload der Daten von diesem Terminal. Versuchen Sie herauszufinden, was Sie vorhatten. Daten erhalten. Analysiere. Die Kollektoren haben grundlegende Erbgutvergleiche zwischen ihrer Spezies und den Menschen durchgeführt. Suchen Sie nach Ähnlichkeiten? Über ihre Motive kann ich keine Hypothese aufstellen. Mir liegen nur die Ergebnisse der Voruntersuchungen vor. Sie enthüllen etwas Bemerkenswertes. Eine genetische Struktur mit 4 Strängen, identisch mit Funden in uralten Ruinen. Wir kennen nur eine Spezies, die diese Struktur aufweist. Die Proteaner. Mein Gott! Die Proteaner sind gar nicht verschwunden. Sie arbeiten jetzt für die Reaper. Es sind keine Proteaner mehr, Shepard. Ihr Erbgut weist eindeutig auf umfassende genetische Veränderungen hin. Die Reaper haben sie ihren Bedürfnissen entsprechend umgestaltet. Man möchte meinen, darauf hätte früher schon mal jemand kommen müssen. Niemand hatte bisher je die Möglichkeit, den genetischen Code der Kollektoren so gründlich zu untersuchen. Ich habe bereits 2000 Allele gefundenen Fragmenten zugeordnet. Dieser Kollektor stammt wahrscheinlich von einer Kolonie der Proteaner im Styx-Theta-Cluster. Aber es gibt Hinweise auf umfassende Veränderungen. 3 Chromosomen weniger. Reduzierte Heterochromatinstruktur. Entfernung überflüssiger Müllsequenzen. Ich möchte nicht so leben, als mutierter Sklave. Wenn wir einen Kollektor töten, tun wir ihm damit vermutlich sogar einen Gefallen. Was immer sie früher auch waren, jetzt arbeiten die Kollektoren für die Reaper. Und wir müssen sie immer noch aufhalten. Keine Spezies sollte so etwas durchleiden müssen. Suchen wir, was wir brauchen, bevor die Kollektoren kommen, um das Schiff zu bergen. Los! Ja, toll. Ich will die jetzt eigentlich gar nicht haben. Ich will die Waffe eigentlich gar nicht benutzen. Ich finde die gar nicht so toll, das Ding. Kann man das denn mal irgendwie umändern? Nee, im Moment nicht, ne? Ah, doch, hier. Gut, dann wissen wir ja, die Proteaner wurden umgemodelt zu Kollektoren. Sehen Sie, an der Decke. Noch mehr dieser seltsamen Kapseln. Es sind Hunderte. Ich frage
frage mich, wie viele davon wohl besetzt sind. Zu viele. Ich registriere keine Lebenszeichen in den Kapseln, Shepard. Wahrscheinlich sind die gefangenen Opfer gestorben, als das Schiff seine Primärenergie verloren hat. Gut, bis jetzt haben wir noch keine Feinde gesehen. Das könnte sich noch als nützlich erweisen. Gut, weiter geht's. Commander, das müssen Sie hören. Ich habe Edi aus seiner Ahnung heraus dieses Schiff analysieren lassen. Ich habe das EM-Profil mit den Daten der ursprünglichen Normandy von vor 2 Jahren verglichen. Beide stimmen exakt überein. Dasselbe Schiff, das mich 2 Jahre verfolgt hat? Das kann kein Zufall sein. Irgendwas stimmt da nicht, Commander. Seien Sie bloß vorsichtig. Okay. Also enden möchte ich auch nicht. So eine Kapsel, so ein umgemodelter und dann genetisch umgemodelt werden und nee. Das möchte ich auch nicht. Da will ich auch lieber tot. Das ist unfassbar. Selbst wenn Sie jeden Menschen in den Terminus-Systemen verschleppen, könnten Sie damit nicht alle Kapseln füllen. Sie werden sich die Erde vornehmen. Nicht, wenn wir sie aufhalten. Ja, jeder so ein kleiner Punkt hier ist eine Kapsel. Wenn man sich das mal anguckt, wie viel das sind, das müssen Tausende und Abertausende sein. Das ist ja nicht nur diesen Abschnitt hier, das geht hier hinten noch weiter. Und da hinten ja auch noch überall. Da, auf der Plattform. Sieht aus wie eine Art Steuerkonsole. Wo sind die Leichen der Kollektoren-Crew? Vorsicht, Shepard. Irgendwas ist hier nicht in Ordnung. Ja, hier ist das faul. Edi, ich richte eine Verbindung zwischen Ihnen und dem Kollektorenschiff ein. Sehen Sie mal, ob Sie was Nützliches aus den Datenbanken rausholen können. Datenübernahme wird durchgeführt, Shepard. Das bedeutet nichts Gutes. Was zum Teufel ist gerade passiert? Plötzliche Energieüberlastung. Alles hat sich abgeschaltet, aber jetzt sind wir wieder da. Ich konnte den Großteil der Überlastung auf unkritische Systeme umleiten. Shepard, das war keine Fehlfunktion, es war eine Falle. Nun gut, dann kämpfen wir uns ja gleich. Wir brauchen hier ein wenig Hilfe, Edi. Ich habe Probleme, die Verbindung aufrechtzuerhalten. Jemand ist im System. Verbindung wiederhergestellt. Ich muss erst den Download abschließen, bevor ich irgendwelche Systeme übernehmen kann. Dann sollten Sie sich damit beeilen, Edi. Sehen Sie mal, wir haben Gesellschaft. Achtung! Warte mal, sind nur die beiden da oder was? Okay, gut. Kacke. Wir sind vor Ort.
Ihr seid tot, seid ihr. Ihr seid tot. So einfach ist das. Und unten bleiben. Einer weniger, um den wir uns sorgen müssen. Ey, ich würde doch eine Inferno-Granate. Ich weiß, dass wir uns sorgen müssen. 84%. Edi, bringen Sie uns hier raus. Ich bin... warte mal. Kämpfe gleichzeitig an über 8000 Knoten frei aus der Kollektoren. Meine Kapazität ist ausgelastet. Da kommen Sie wieder. Diese Runde aber schon. Gut. Shepard, Sie müssen meine Verbindung zu der Steuerkonsole manuell wiederherstellen. Gut, aber wo? Ach, da vorne. Aber erstmal muss ich jetzt vor Munition hier wieder ein bisschen ein. Ah, ne, ich hab genug. Gut. Dann wollen wir mal. Ist hier vielleicht noch irgendetwas, was man einsacken kann? Ich habe die Kontrolle über die Plattform wieder übernommen, Shepard. Ich wusste, Sie lassen uns nicht im Stich, Edi. Ich arbeite stets mit maximaler Kapazität. Haben Sie, was wir brauchen? Ich habe Daten gefunden, mit denen wir das Omega-4-Portal erfolgreich steuern können. Ich habe auch das turianische Notsignal gefunden, das für diese Falle als Köder eingesetzt wurde. Quelle waren die Kollektoren. Das ist ungewöhnlich. Worauf wollen Sie hinaus? Turianische Notsignalkanäle weisen eine Sekundärverschlüsselung auf. Die ist bei dieser Nachricht zwar vorhanden, aber fehlerhaft. Es ist unmöglich, dass der Unbekannte das Notsignal für echt gehalten hat. Warum sind Sie da so sicher? Ich habe die Anomalie in den Erkennungsprotokollen von Cerberus gefunden. Und die hat er geschrieben. Er wusste, dass das eine Falle war? Warum sollte er uns in eine Falle schicken? Wir haben jetzt keine Zeit für Schuldzuweisungen. Wir werden ihn fragen, wenn wir das hinter uns haben. Cerberus hat schon oft Verrat begangen. Commander, wir haben da noch ein Problem. Das Kollektorenschiff fährt hoch. Sie müssen da raus, bevor Ihre Waffensysteme online sind. Ich werde nicht noch eine Normandy verlieren. Ich habe nicht die volle Kontrolle über Ihre Systeme. Ich tue, was ich kann. Sende Koordinaten für die Shuttle-Abholung. Dann los, Abmarsch! Na gut, ja, Moment mal, in welche Richtung müssen wir denn jetzt? In die hier, ne? Ja. Ja. So, und jetzt nur raus hier. Um die Ecke. Nehmen Sie die Tür zu Ihrer Rechten. Wo kommt der nochmal her? Das wird ein harter Treffer. So. Verbessertes Werfen immer weg.
Okay, warte mal. Worum kann ich... Geht denn jetzt wohl am besten? Wow. Wer bist du denn hier? Komm. Kriegst erstmal eine reingedrückt. Ja, bam, bam. Der da oben näher. Einer ist erledigt. Das wird ein harter Treffer. Direkte Kontrolle. Ja, das kannst du dir schenken. Diese Form ist bedeutungslos. Absturz. So, jetzt keine Ahnung, wo muss ich jetzt eigentlich hin? Warte mal, warum hat er jetzt eben gerade die Munition denn nicht eingesackt? So. So, bin ich jetzt im Kreis gerannt, oder? Egal. Ich laufe in die falsche Richtung. Hier entlang. Ich öffne eine Tür auf der anderen Seite des Raums. Wir sind durch meine Schäde durch. Ach Gott. Okay, gut. Der wäre erledigt. Ups. Edie, wir haben hier ein Problem. Vorübergehender Ausfall von Firewall 3217. Leite Befehle durch Firewall 7164 um. Ich habe erfolgreich eine Tür in der Wand gegenüber geöffnet. Gut. Ich halte sie so lange wie möglich. Da unten, da sind wir reingekommen. Jetzt müssen wir bald draußen sein. Das ist wertvoll. Okay, gut.
Wow, 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 wer, 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 wer? Ich sehe ja gar nichts. Einer weniger um den Doktor. Oh, jetzt habe ich keine Munition mehr. Okay, ich brauche jetzt unbedingt. Das, der Nachteil bei dieser Matok ist eben halt, dass sie so ein kleines Magazin nur hat und relativ wenig Munition mitschleppen kann. Sie macht zwar immens Schaden, aber die Munitionsmenge, die man hat, ist... Commander, ich will ja nicht drängen, aber diese Waffen werden in Kürze online sein. Ja. Schlage Laufschritt vor, nur damit wir hier wegkommen, bevor sie die Normen die in Stücke schießen. Na, nun mal... Oh, tschüss. Ah. Jetzt könnte ich Jack gebrauchen. Mal ganz ernsthaft. Ja, jetzt erschallt wir schon. Wir haben keine Zeit mehr, Commander. Wir müssen hier weg. Sie haben den Mann gehört. Alle an Bord der Normandy. Los! Anschnallen, Leute! Diesmal muss sich der Feind richtig anstrengen. Okay, entscheidende Informationen über Kollektoren und das Omega-4-Portal erhalten. Durch Shepards Flucht kennt der Vorbote die Ausmaße unserer Fähigkeiten und muss dagegen neue Taktiken entwickeln. Muss vorsichtig sein, denn das Informationsnetzwerk des Vorboten könnte an das von Severus oder der Shadow Brokers heranreichen. Zudem scheint es unmöglich zu sein, seine Fähigkeit zur Vereinnahmung von Handlangern zu unterbinden. Edis Arbeit dabei war jedoch großartig und beweist, wie wertvoll eine kontrollierte KI sein kann. Oh, die finde ich nicht so gut, die Waffe. Hat zwar ein großes Magazin, macht auch richtig gut Schaden, aber hat eine verdammt große Streuung. Und wie ich das will. Hm.
Shepard? Edi hat anscheinend einige interessante Daten extrahiert, bevor das Schiff der Kollektoren wieder online war. Sparen Sie sich das. Sie haben uns in eine Falle gelockt und Sie sollten dafür einen verdammt guten Grund haben. Wir brauchen Informationen über das Omega-4-Portal. Dazu war direkter Zugriff auf Daten der Kollektoren notwendig. Diese Gelegenheit konnten wir uns nicht entgehen lassen. Zugegeben. Aber ich mag keine Überraschungen. Schon gar nicht, wenn mein Arsch auf dem Spiel steht. Ja, ich habe sie einem Risiko ausgesetzt. Aber ohne diese Information erreichen wir die Heimatwelt der Kollektoren nicht. Und dann sind Sie und alle anderen Menschen so gut wie tot. Es war eine Falle. Aber ich habe auf Ihre Fähigkeiten vertraut. Und vergessen Sie Edi nicht. Damit konnten die Kollektoren nicht rechnen. Sie hätten mir von dem Plan erzählen können. Sie sagen, ich sei wichtig und tun doch ihr Möglichstes, mich umzubringen. Die Kollektoren mussten glauben, dass sie im Vorteil waren. Sie hätten die Wahrheit an vielen Details erkennen können, wenn ich sie vorher informiert hätte. Außerdem hätte ich sie nicht da reingeschickt, wenn ich Zweifel an ihrem Erfolg gehabt hätte. Sagen Sie mir nur, dass es die Mühe wert war. Das war es. Edi hat unseren Verdacht bestätigt. Die Schiffe der Reaper und der Kollektoren benutzen ein neues System zur Freund-Feind-Kennung, das die Portale erkennen. Wir müssen lediglich so ein FFS in unsere Hände bekommen. Ich war gerade auf einem Schiff der Kollektoren. Warum haben Sie nicht gesagt, dass wir dort das FFS suchen sollen? Wie gesagt, Edi hat es gerade erst bestätigt. Außerdem hätten Sie zur Beschaffung nicht genügend Zeit gehabt. Aber uns bleiben andere Optionen. Ein Wissenschaftlerteam der Allianz hat kürzlich festgestellt, dass die große Kluft auf dem Planeten Klendagon in Wahrheit ein Einschlagskrater einer Massenbeschleunigungswaffe ist. Ein sehr alter Massenbeschleuniger. Ich habe ein Team auf die Suche nach der Waffe oder dem Ziel geschickt. Sie haben beides gefunden. Die Waffe war funktionsuntüchtig. Aber wir konnten den Flugweg des beabsichtigten Ziels rekonstruieren. Ein 37 Millionen Jahre alter verlassener Reaper. Wir fanden ihn beschädigt und im Gravitationsfeld eines braunen Zwergs gefangen. Sind braune Zwerge nicht im Prinzip Sterne, die es nicht geschafft haben? Einfach formuliert, aber korrekt. Es sind Gasgiganten, die nicht genug Masse haben, um Sterne zu werden. Rechnen Sie mit Stürmen und extrem hohen Temperaturen. Der Reaper hat ein Masseneffektfeld, das ihn im Orbit hält. Wahrscheinlich eine automatische Reaktion auf die externen Gefahren. Er ist stabil, aber sicher würde ich das nicht nennen. Ich habe gesehen, was die Sovereign mit der Flotte der Citadel gemacht hat. Kaum vorstellbar, dass man etwas so Mächtiges überhaupt aufhalten kann. Das Schiff ist ein Relikt aus einem Krieg. Zu einer Zeit, als auf der Erde die Säugetiere ihre ersten Schritte gemacht haben. Von der Spezies, die geschossen hat, gibt es keine Spur mehr. Vielleicht war es ihr letzter Widerstand, bevor sie ausgelöscht wurde. Ich glaube Ihnen nur, weil ich bezweifle, dass Sie sich so schnell wiederholen würden. Das Risiko ist nicht geringer, Shepard. Wir haben den Kontakt mit Dr. Chandanas Team verloren, kurz nachdem sie an Bord gegangen waren. Erste Nachforschungen brachten keinerlei Hinweise und es war zu riskant, weitere Ressourcen einzusetzen. Aber jetzt brauchen wir das FFS. Ich sende Joker die Koordinaten. In der Zwischenzeit sollten Sie Ihrer Crew sagen, dass ich Ihr Leben nicht grundlos aufs Spiel gesetzt habe. Das würde das weitere Vorgehen erleichtern. Edi, versammeln Sie die Crew, wir haben viel zu besprechen. Natürlich, Shepard. Der Unbekannte hat uns also nicht verkauft. Ich hätte es fast geglaubt. Hat uns belogen. Uns benutzt. Brauchte Zugriff auf die Datenbanken der Kollektoren. Notwendiges Risiko. Es gab wirklich keine andere Möglichkeit. Hoffen wir mal, dass dieses FFS funktioniert. Meine Analyse ist korrekt, Shepard. Ich habe auf Basis der Navigationsdaten aus dem Schiff der Kollektoren auch die ungefähre Position ihrer Heimatwelt ermittelt. Das kann nicht stimmen.
Edi macht keine Fehler. Die Heimatwelt der Kollektoren befindet sich irgendwo im Kern der Galaxie. Kann nicht sein. Im Kern sind nur schwarze Löcher und explodierende Sonnen. Es gibt dort keine bewohnbaren Planeten. Könnte etwas Künstliches sein. Eine Raumstation, geschützt von starken Masseneffektfeldern und Strahlungsschilden. Nicht mal die Kollektoren verfügen über die dazu nötige Technologie. Die Kollektoren sind nur Handlanger unseres wahren Feindes. Und wir haben alle gesehen, wozu ihre Meister fähig sind. Sie haben die Massenportale und die Citadel gebaut. Wer möchte behaupten, dass es ihnen unmöglich ist, eine Raumstation inmitten von schwarzen Löchern zu errichten? Kein Wunder, dass noch nie jemand von einem Sprung durchs Omega-4-Massenportal zurückgekehrt ist. Die logische Schlussfolgerung ist, dass es auf der anderen Seite des Portals eine kleine Sicherheitszone gibt, in der Schiffe sich aufhalten können. Die üblichen Protokolle für den Portaltransit wären nicht sicher. Abweichungen von mehreren tausend Kilometern sind dabei normal, und das wäre im Kern der Galaxie fatal. Die Reaper FFS setzt im Portal wahrscheinlich verschlüsselte und weitaus fortschrittlichere Protokolle in Kraft. Nur weil wir den Kollektoren durch das Portal folgen können, bedeutet nicht, dass wir sie auch besiegen. Ich will erst hinterher, wenn ich weiß, dass wir dazu bereit sind. Früher oder später brauchen wir das FFS sowieso. Warum also warten? Es ist ein verlassener Reaper. Was ist, wenn die Kollektoren auf uns warten? Bevor wir dieses Risiko eingehen, sollten wir erst unser Team verstärken. Je mehr Leute wir auf unserer Seite haben, desto höher sind unsere Erfolgschancen. Wir müssen weiterhin das Team verstärken. Es ist Ihre Entscheidung, Commander. Wie sie auch ausfällt, wir stehen hinter Ihnen. Na, also erstmal werde ich das Team komplett aufbauen und dann erst das FFS holen. Gut, ich beende jetzt hier die Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn es gefallen hat, Däumchen, Abo und seid das nächste Mal wieder dabei. Bye, bye.